So. Hallöchen und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So. Ich hatte eine kurze Essenspause. Ich hoffe, mir hängt nichts zwischen den Zähnen. Falls doch. Ja, so ist es halt. Wir waren stehen geblieben. Ich soll den Fokus aktivieren und das Gebiet scannen. Ja, genau. Genau das machen wir jetzt auch. Da oben ist schon mal was. Oh, vielleicht komme ich da hoch. Freiliegende Struktur, die menschliches Gewicht tragen kann, kann aus der Entfernung per Wurf erreicht werden. Was noch? Von hier aus komme ich nicht an die Leiter ran. Bunkertür. Eine Bunkertür. Mhm. Die Tür sieht vielversprechend aus. Aber wie komme ich da hoch? Datenkonsole. Oh, da gehen wir zuerst hin. Eventuell sagt uns da ein Mensch, Galle. Hallo. Was ist das? Hm. Wofür ist das nur? Wow, guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Okay. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Wenn wir da hochkommen, wie kommen wir da hoch? Gibt es hier sonst noch was? Zu looten? Da oben ist irgendwas. Da leuchtet irgendwas blau. Ich habe es gerade gesehen. Du kannst bestimmte Punkte in der Welt per Greifwurf erreichen. Springe und tippe X an, um dich an Greifpunkten festzuhaken. Hä? Oh. Cool. Wow. Hat geklappt. Der ja. Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Ja, keine Angst. Wir suchen dir einen anderen Weg. Bestimmt irgendwo eine Leiter. Da ist nichts, oder? Nee. Gaia Backup. Okay. Okay. Was war da? Nix, es leuchtet einfach nur. Okay, dann geht's hier weiter und zack und zack. Tippe. Oh. Was gibt's hier so? Sprinten sollen wir? Sprinten, ich weiß ja nicht. Ich bin sprinten, sprinten und springen. Los geht's! Das hätten wir schon mal geschafft. Entschuldigung. So. Kann man. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Eventuell. Aber ich glaube. Nö. Ah, da ist eine Leiter, glaube ich, oder? Schaut aus wie eine Leiter. Kann das sein? Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Hä? Ach, die. Okay, ich dachte, das wäre eine Leiter. Hm. Da könnten wir theoretisch auch hören, ob wir das schaffen. Nein, okay. Aloy, gib mir die Leiter runter. Ja, mach ich. Leiter runterlassen. Bitte sehr, Bahn. Danke. Kein Problem. Das Ding ist. Komme ich da jetzt hoch? Ich hätte gern den Inhalt dieser Vorratskiste. Hallo? Hä? Ich will irgendwie hochkommen. Okay.
Event. Vielleicht kriege ich das auch. Wie war das nochmal? Dreieck. Vielleicht geht es so? Jawohl. Sehr gut. Okay. Alter Kranz und ein alter Ring. Können wir bei eBay verkaufen. So, dann wollen wir mal da rein. Tür öffnen. Let's go. Wow, wie schön. So viele Sterne. Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Far Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff. Die Odyssee. Sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Etwas lief schief? Elisabeth Ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Oder sie wurde manipuliert? Kann ja auch sein. Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Far Zenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei. Und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber... es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da. Das Backup. Es sollte da drin sein. Außen rum. Komm schon. Oh.
Okay, Datenpunkt entdeckt 3 von 23. Wir müssen... Ich glaube, dass die Alpen fliegen konnten. Sie konnten enorm viele Dinge. Gute und schlechte. Sieht ganz so aus. Was da oben war, ist zwischen den Sternen. Sieht nicht so aus, als kämen wir hier über den Fluss. Wir finden einen Weg. Gehen wir weiter. Was für ein geiler Ausblick. Schaut euch das mal an. Ist echt cool gemacht. So, hier gab's nichts mehr, glaube ich. Da sind wir ja reingekommen, oder? Ich laufe erstmal hier rum. Moment. Hallo? Hier ist alles völlig zugewachsen. Da oben ist noch eine Kiste. Oh, da können wir hochspringen. Hä? Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Na, sage mal. Jetzt aber. Los geht's. Hopp, hopp. Jetzt, Angeberin. Kühlsaft, Maschinenmuskel und Metallschärpe. Nehmen wir alles mit. Da war auch noch irgendwas. Können wir da rüberspringen? Schon, ne? Das schaffen wir. Jawohl. Maschinenmuskel und Metallscherben. Nehmen wir auch alles mit. Können wir alles gebrauchen. Aua. Okay. Hier war nichts mehr. Pfeile haben wir noch genug. Oh, warte. Ich glaube, dann müssen wir wieder mit diesem Pfeil ran. Die Frau hat Kraft. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Unheimlich? Das schaut mega nice aus. Hier ist wieder etwas von dieser Plage. Guck mal, die wieder... Was ist denn das? Ich weiß nicht. Es gibt hier was, die getötet haben. Sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut. Ich will nicht gegen so ein Vieh kämpfen. Das ist ja furchtbar. Das Atmen fällt dir schwer. Aha. Die Musik gefällt mir nicht. Irgendwas passiert gleich. Hier hoch. Ja. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Erledige den Gräber mit einem stillen Schlag. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Markiere bei aktiviertem Fokus Gegner mit R2, um ihren Standort aufzuspüren. Tippe 1 an, um ihren Weg zu markieren. Also ich soll den rechten nehmen, ne? Okay. Da ist dein Patrouillenweg. Ich muss näher ran und versteckt bleiben. Okay. Er scannt, er kann scannen. Sieht er uns dann auch, wenn wir... Ja, wahrscheinlich. Zack, schnell. Okay. Ich kann zur Ablenkung einen Stein lassen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment erpassen. Und jetzt werfen.
Okay, warte, warte. Zack. Wie er zittert. Erwischt. Meiner ist auch erledigt. Gut. Hast du toll gemacht. Okay. Warum hakt denn das so? Gefällt mir nicht. So, ein bisschen heilende. Haben wir noch genug? Ja, wir haben noch genug. Ja, stimmt, wir haben ja nichts. Oh, da hinten ist noch Reinholz. Das nehmen wir auch noch mit. Davon kann man nie genug haben. Okay, den da oben können wir theoretisch auch noch. Hey, wie ist denn da hochgekommen? Ach, da hinten. Können wir theoretisch auch noch. Oh, hier ist auch noch was. Ein Stein. Oh, wo ist er denn? Da hinten. Vielleicht können wir da auch noch was. Hä? Achso, oh Gott, das... Das ist ja gar nicht. Ah, da hinten. Metallscherben und geflochtener Draht. Ich kann mich noch am ersten Teil erinnern, dass das immer knapp bei mir war. Da vorne sind noch mehr Maschinen. Draht. Wir beide sind dem gewachsen. Weiß auch nicht, woran das lag. Ich bin voller Profi. Ihr müsst wissen, ich bin krasser Gamer. Also, boah. Nein, eigentlich nicht. Erledige die Maschinen. Wie viel sind das denn? Zwei? Müssen wir hinbekommen, oder? Oh, scheiße. Oh, fuck. Nein, warte mal, warte. Nein, oh. Ciao. Muss gehen. Bleiben die da hinten? Ah, nee, da ist einer. So sollte man nicht spielen. Das war... Ja, war blöd. Ja, okay, ich versuch's mal, ich versuch's mal so. Vielleicht klappt es besser. So. Du kannst mir gerne folgen, weil mega professionell jetzt. Also die Route vielleicht mal. Spur markieren. Spur markieren. Der kommt direkt zu uns. Das bedeutet, wir könnten ihn mit einem stillen Schlag eliminieren. Und der andere kriegt davon gar nichts mit. Oder? Hier. Okay. Dann gucken wir mal schnell, was er dabei hat. Gräber. Primärnerv. Cool. Jetzt, sobald er scannt. Scheiße, der hat uns gesehen. Scheiße! Ah!
Boah, wie der abgeht! Oh, ich mit Controller, gell? Zack. Zack. Nicht so rumhüpfen! Zack. Alle erledigt. Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat, Gesalbte. Die sind ganz schön auf Zack, die neuen Maschinen. Oder ich bin einfach nur ganz schlecht. So, Pfeile sind am Start. Hier liegt noch ganz viel Zeug rum. Das nehmen wir natürlich alles mit. Holz des Rheines. So. Wir müssen nach rechts. Gut, dann laufe ich erstmal hier lang. Da könnte noch was rumliegen. Hier. Durchsuche die alten Ruinen nach einem Gaia-Backup. Ja. Ah, da liegt auch noch was rum. Jägerpfeile? Achso. Da ist noch reinendes Holz. Was? Was ist das? Achso, da sind wir. Habt ihr es gehört? Klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Boah, ich habe kein Bock, dieses Riesenvieh da. Hoffentlich, bevor wir gegen ihn kämpfen, hoffentlich kriegen wir da noch andere Pfeile und können unseren Bogen ein bisschen. Oh, was ist da dran? Ich da rein? Oh. Ja. Einfach außen rumlaufen. Ja, und ich habe so lange nicht mehr mit Controller gespielt. Jetzt muss ich ja mal wieder reinkommen hier, ne? Oh, ein Fuchs! Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Der arme Kleine. Sieht aus, als hätte es die Plage hier reingeschafft. Wahnsinn, ne? Macht alles kaputt. Zerstört die komplette Umgebung. Das werden wir... Wir werden unser Bestmöglichstes geben, um diese Plage aufzuhalten. Also entweder mein Internet spinnt oder ich muss was an meiner Einstellung ändern. Diese Musik, gell, die macht mich wahnsinnig. Ich denke die ganze Zeit, irgendwas passiert jetzt. Ich glaube, ich sollte die vielleicht auch mal ein bisschen leiser stellen. Moment, das ist der falsche Weg. Wo latsche ich denn hier hin? Okay, dann gehen wir mal dahin, wo wir ursprünglich hin müssen. Hier runter und da lang. Okay. Jetzt... Ah, okay. Hier war doch jemand. Also wir wissen ja, dass hier anscheinend irgendjemand
rumlungert. Aber wer könnte das sein? Was gibt's hier so? Ich glaub, da geht's nicht durch. Nee, schade. Schaut richtig cool aus. Hä, warum komme ich hier nicht weiter? Das ist eine Alpha-Wand oder was? Okay. Na gut. Was gibt's hier? Hier kann man auch nicht durch. Ah, okay. Hallo? Oh. Oh, hat der mich gerade erschrocken? Ich dachte gerade, das ist jetzt so ein Vieh. Außerer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Mann. Kerle. Da kann man auch noch was durchsuchen. Nehmen wir natürlich alles mit. Dann? Hier war wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Rein in die gute Stube. Metallscherben nehmen wir auch mit. Leiche. Kleiner Gesundheitstrank. Das ist für später. Der Osram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Oh. Sprengfalle. Aha. Sprengfalle. Wo war die jetzt nochmal? Gott. Vorsicht. Da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Was? Um Fallen zu entschärfen, nähere dich ihnen voll inhalte. Okay. Ein paar Sachen für später erbeutet. Ja. Pass auf, dass du nicht hochgehst. Hab sie entschärft. Und mehr Sachen bekommen. Ja, sehr gut. Hier geht's nicht mehr weiter, oder? Geht's noch durch? Nee. Okay. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter und gucken mal, was es hier noch so gibt. Oh. Hier ist viel Zeug. Könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Echt? Okay. Oh, ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Anscheinend haben die Osseram Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Sammle Sprengpaste. Durchsuche die alten Räume. Sammle Sprengpaste. Sprengpaste. Gefunden. Das ist nützlich. Ja, aber das reicht uns ja nicht. Wir brauchen jetzt zwei, glaube ich. Moment. Hier ist Kühlsaft und Metallscherben. Und da hinten war auch noch was, was wir mitnehmen können. Rohstoff. Hier, Sprengpaste. Okay. Jetzt alles für eine Falle. Ja, aber Moment, ich will hier erstmal alles. Hier ist auch noch was. Ja, ja. Okay. Was ist hier? Es leuchtet einfach nur. Kann man da irgendwas lesen? Nee. Komisches Geräusch. Na gut. Dann wollen wir mal Sprengfallen herstellen. Hier. Zack. So, Sprengfalle fertig. Zack. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Wo soll ich jetzt hin? Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Wie lege ich die jetzt? Nee.
Ah. Also, falls hier jemand durchkommt, ist er weg vom Fleck. Ich glaube, das soll so sein, oder? Also, wir sollen die ja da hinlegen. Wird schon passen. Wenn nicht, dann haben wir es halt einfach da. Einfach so dahingelegt. Einfach so, ja, falls jemand kommt. Oh. Das sind Maschinen. Ja. Sie haben uns noch nicht gesehen. Noch nicht, aber bei meinem Glück. Bei meinem Glück sehen die uns bestimmt gleich. Okay, dann wollen wir die mal scannen. Was sind das für Viecher? Ich hab diese Maschine schon mal. Wühler. Ein Wühler. Den kenne ich nicht. Ich auch nicht. Wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir einen deiner Fallen in seinen Weg legen. Oh. Hab ich die jetzt umsonst dahin gestellt? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Moment, bevor ich hier rumwurschtel, muss ich da mal so eine Spur markieren. Der latscht hier lang. Und der andere. So. Der ist da hin unterwegs, okay. Aber wir könnten noch einen stillen Schlag. Ja, okay, jetzt ist es zu spät. Ach, man kann ja nur einen Moment Spur markieren. R1, okay. Dann probiere ich das mal, oder? Aber dann hört er das ja und dann gibt es wieder Rabatz. Naja, gut, okay, let's go. Ich glaube, unser Kollege hat ein kleines Problem. Hallo? Wie dumm das aussieht. Hallo? Geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Ich glaube, er ist krank. Er hat irgendein Problem. Hey, der hat's nicht gemerkt. Ist ja voll cool. Dann mache ich das doch da hinten auch gleich, oder? Theoretisch, jawohl, da kann ich mich nirgendwo verstecken. Ja, egal. Oh, da ist noch was. Zack, okay. Hä, was ist denn... Oh, nee. Das laggt, Leute. Oh, scheiße. Wow, das macht mich richtig nervös gerade. Oh Gott. Ah, okay. Och man, jetzt leckt das die ganze Zeit. Was soll das? Wie dumm das aussieht. Oh man. Ich werde jetzt dahin rennen. Oh. Oh fuck. Kann er mich, der kann mich doch auch scannen, oder? Ich könnte ja eigentlich auch mit Pfeil und Bogen schießen und dem ein Ende setzen, aber... Nö. Könntest du mal aufhören, so zu zittern und dich mal in Deckung begeben? Ich glaube, ich muss das bald... Ich werde die Aufnahme eh bald beenden und dann werde ich dem mal ein Ende setzen hier. Ich glaube, ich muss den mal ein bisschen resetten, den Kerl. Ah.
Ja, wenn er jetzt hierher kommt, mache ich einfach einen stillen Schlag und dann... Ich könnte jetzt auch mit Pfeil und Bogen, aber... Ja, ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Er kommt. Das fällt ja gar nicht auf, gell? Als ob der... Ah, hier ist ein stiller Schlag. Zack. Gute Nacht. Alles sicher. Gut, gehen wir weiter. Oh, es ist weg. Er leckt nicht mehr. Er hat gezittert vor Angst. Mhm. Gut, dass er so eine starke Frau dabei hat. Alles so? Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Ja. Bisschen Holz, hier ist auch noch ein bisschen Holz. Da ist noch eine Kiste. Leck gerade ein bisschen, habe ich, beziehungsweise gerade die ganze Zeit schon. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Hier ist auch noch was. Metallschärpchen. Heilenden, was? Himmel, Himmelstrauch. So. Noch etwas? Da hinne. Da ist auch noch was. Reinholz. Okay. Dann begeben wir uns okay, cool. Greenscreen lässt sich auch kurz blicken. Mhm. Ach Leute, was ist denn heute los? Geht's denn nicht? Ich schaue die ganze Zeit rüber, falls ihr denkt, wo ich jetzt die ganze Zeit hingucke. Da sehe ich nämlich meinen Aufnahmebildschirm und... Ja. Greenscreen hat kurz auch Hallo gesagt. Er wollte sich unbedingt mal melden und sagen, Hi! Nur zur Info, ich bin hier auch. Ich bin auch hier. Ich nehme auf und... Ja, ich nehme auf. Genau. Die Maschine von vorhin ist von unterwegs. Ich laber Mut. Doch, die kommt bestimmt zu uns und darauf habe ich gar keinen Bock. Das war ganz schön groß, das Vieh. Habt ihr auch gesehen, gell? Aha. Ach, wir müssen da hoch. Komme ich da so hin? Nee, natürlich nicht. Wie komme ich da jetzt hoch? Komme ich da lang? Vielleicht... So. Irgendwie. Da ist aber auch kein Kreis, wo ich mich so hochziehen kann, oder? Nee. Oder? Okay. Moment. Hier ist schon richtig. Hier ist richtig. Kann ich mich da hoch... Ah, jetzt. Wisst ihr, was cool wäre? Kann ich mich jetzt hier runterfallen lassen? Wenn wir wieder zu unserer Heimat zurückfinden könnten. Also beziehungsweise, wenn wir irgendwann mal in der Mitte oder am Ende des Spiels... wieder zurück sind in unserer Heimat und das Grab noch mal besichtigen könnten. Das wäre ein cooles Feature. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker.
und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ja. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Nice. Aha, hier sind noch ein paar Computers. Was ist hier drin? Aloy. Ja. Moment. Wo bist du denn? Hä? Wo ist er denn? Wo bist du? Wo ist er denn? Was ist denn das? Ach so, hier. Daten. Oh. Du kannst sie mit dem Fokus. Die Daten erwähnen Technologie, die Far Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Zero Dawn Handelsabkommen. Textprotokoll. Datenbeschädigung partiell. Zusammenfassung des Verantwortlichen des Hohen Rats. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero Dawn sind abgeschlossen und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseits profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche. Im Gegensatz zu den weniger taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitglieder. Zusammengefasst liefert Far Zenith eine Kopie des Prototyp Homer-Archivs bereits gesendet. 500 Ektogenese-Kammern müssen aus dem Lager unserer Ninmar-Anlage beschafft werden. Zusätzliche Ektogenese-Forschungsberichte. Im Gegenzug erhält Far Zenith in der Woche vor dem Start der Odyssee eine Kopie des Alpha-Bilds der Apollo-Datenbank. Unserer Einschätzung des Zero Dawn-Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Es sollte beobachtet werden, dass Dr. Sobek nur sehr ungern dazu bereit war, aber ich habe ihr klargemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch aus der Datenbank geflogen, als wir ja vorhin uns als Gast anmelden wollten, beziehungsweise anmelden wollten, um Eintritt zu erlangen, hat es ja nicht so geklappt. Vielleicht wurde sie deswegen auch rausgeschmissen, weil sie sich des Öfteren dagegen gestemmt hat, beziehungsweise sie wollte es halt nicht machen, was auch immer. Ja, aber... Ja, das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentlichen Gespräche mit Dr. Sobeks Team führen, während Daten beschädigt. Ja, also, was ich meinte... Oh, viele Glyphen. Oh, ups, Entschuldigung. Schaue ich mir später genau an. Ja, sie hat sich wahrscheinlich ein paar Mal quergestellt, deswegen wurde sie, weiß nicht, gekündigt, whatever. Wie gut erhalten das noch alles ist, ne? Hier ist auch noch was? Nein? Okay, ich dachte, das wäre auch noch was. Oh, hier. Nein. Hier. Ah, okay. Ich dachte, wir könnten... Okay, mir aus dem Weg. Ich dachte, wir könnten noch ein paar Daten herausziehen. Dem ist aber nicht so. Dann wollen wir mal... Hör doch auf, mir mal wegzustehen. Dann wollen wir mal die Tür öffnen. Let's go. Wir müssen wohl hochklettern. Ja. Hier liegt nichts rum. Eventuell. Kühlsaft und Metallscherben.
Hochklettern. Okay. Los geht's. Nein. Das. Ah, nee, hier. Oh, da unten ist noch ein bisschen Säure. Seht ihr das? Dieses grüne etwas? Oh, und da unten ist noch eine Kiste. Nee, Quatsch. Das ist eine Leiter. Ich dachte, das ist eine Kiste. Aber wir werden auf jeden Fall... Wie sind wir hergekommen? Noch ein bisschen schauen. Was ist das für ein Geräusch? Ist denn nochmal so ein... Nee, hier ist nichts. Das hat sich gerade angehört, als würde eine Maschine die Gegend scannen. Ah, was ist denn da drin? Nice. Hier ist ein bisschen Reinholz. Ah, ein alter Arbeitsplatz. Oh. Oh, shit. Das wollte ich jetzt nicht. Oh, no. Hä, wo bin ich denn jetzt? Bin ich wieder da unten, wo wir vorher waren, oder? Ja, okay. Ach, Mann. Das wollte ich jetzt nicht. Ups. Upsi. Okay. Hier ist auch noch was. Na gut. Wenn hier sonst nichts ist. Nee, warte mal. Von da sind wir... Wo waren jetzt die Leiter, von der wir... Oh, egal. Wie das aussieht, wie er mir folgt. Wie ist das, so ein kleiner Hund? Das war hier. Da müssen wir uns hier hochschlängeln und dann darüber und zack und hier. So. So. Jahrelange Übung. Natürlich geht's da nicht rein. Na ja, klar. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt können wir hier hochklettern. Weil ich ja vorhin fälschlicherweise gedacht habe, dass die Leiter eine Truhe wäre. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Wo sie recht hat. So, hier kann man nicht hochklettern, okay. Was ist denn das? Okay. 1000 Jahre alt. Geschafft. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Ja. Holoprojektor aktivieren. Let's go. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten.
Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Interessant. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Vor Zenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Ein Klon. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt... Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Krass, und die Mitarbeiter von Zero Dawn sollten davon nichts mitbekommen. Datenpunkt entdeckt. Ja. Sollen wir uns anschauen? Ja. Sieh mal hier. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Ich komme. Was denn? Müssen die Osseram zurückgelassen haben. Ihnen hilft sie nicht mehr. Moment, Moment. Vielleicht. Ich rede gleich mit ihm, aber vorher muss ich mich noch ein bisschen umschauen. Vielleicht haben wir noch etwas übersehen. Ich möchte nämlich nicht weiter voranschreiten, wenn ich nicht alles angeschaut habe. Aber ich glaube nicht. Schaut nicht so aus, als würde noch irgendwas rumliegen. Nö. Hey Leute, die ist für dich. Nimm sie dir. Ja, chill mal. Okay. Ich komme. Eine Waffe. Danke, Val. So, wir ich... Wir sollten weitergehen. Ich dachte, jetzt kommt eine Zwischensequenz und irgendwas passiert. Okay. Geht's hier durch? Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab, verwendet sie bei Gegnern, um sie in den brüchigen Zustand zu versetzen. Gegner im brüchigen Zustand sind anfällig für Stoßschaden. Okay. Hier. Es gibt noch vom ersten Teil, also Frost, Feuer und Sprengen. Geschosse. Und Pfeile natürlich. Gell? Ja. Glaub schon. Okay, Tür öffnen. Let's go. Oh, okay. Gut. Dann schauen wir uns mal weiter um. Hier geht's lang. Dann gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht befindet sich hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Natürlich nicht. Okay. Ich dachte, ich hätte was gesehen, aber nö. Hier unten. Ups. Naja, egal. Kühlsaft und Metallscherben. Hier ist nie... Ach, da hätten wir runter... Ja, egal. Hier unten ist auch noch nichts.
Okay. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Mhm. Oh ja. Da, das muss die Maschine sein. Meine Güte. Gleiche Richtung unterwegs wie wir. Eine Schlange oder so. Oh. Ich hab keinen Bock da drauf. Da hab ich keinen Bock. Da hab ich keinen Lust. Oh nee, ich hab keinen Bock auf das Vieh, ey. Naja, dann müssen wir durch, ne? Nice, das aussieht. Richtig schön. So, weiter geht's. Oh, das ist doch... Wo ist das? Ach, da unten. Ich wollte die neue Waffe ausprobieren. Okay. Dann wollen wir mal. Zack. Sie ist brüchig. Ich kann ihr mehr Schaden zufügen. Hä, wie denn? Was? Ah, oh, okay. Die Maschine hielt der Kälte nicht stand. Noch mehr Osserhamstöberer. Und noch Säure. Sehr viel Säure. Ja, hab ich auch gesagt. Diese Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Ja. Okay, hier unten ist nichts mehr. Also, dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Farsine? Nein. Er war schlimmer. Hier kommen wir vielleicht rüber. Hey. Energiezelle. Ja, hier kommen wir rüber. Ich bin mal gespannt. Wann wir mal ein Dorf finden, wo wir Händler aufsuchen können und unsere Waffen verbessern können. Das wäre echt cool. Gern da runter. Nee, dahin. Nein, hallo, nein, hier. Ja, nein, ja, genau. Ja, ach so, ja. Ich hätte mich auch einfach fallen lassen können. Was? Okay. Moment, muss mir erstmal hier klarkommen. Also hier geht's nicht weiter. Da unten schaut... Oh, schönes Wasser. Da müssen wir lang. Dort ist nichts mehr. Ich werde mal hier hinspringen. Ja. Ich will auch nichts verpassen. Da vorne liegt auch noch was rum. Hier. Noch ein bisschen Reinholz, weil, ja, Holz ist gut und so. Was laber ich denn eigentlich? Okay, Zack. Und jetzt? Gibt's hier noch was? Nee, ne? Oh, da war was. Da können wir irgendwo hochspringen. Hier. Sehr gut. Sabasach. Zack. So. Hier geht's weiter. Mhm.
Dann hier hoch. Okay. Ah, wie krass das aussieht. Theoretisch. Was ist hier? Untersuche die Leiche. Maschinen haben sie zerfetzt. Was labert er da im Hintergrund? Können wir das scannen oder was? Ah. Neuer Datenpunkt. Störbarer Tagebuch. Ein Tagebuch voller hastig gekritzelter Glyphen. Tag 1. Wir sind ins Tal hinabgestiegen und in die Ruinen eingedrungen. Der Boss hatte schon immer eine gute Nase für Stöberstellen, aber bei der Schmiede... Er hatte recht. Dieser Ort ist unberührt. Wir mussten ein paar Maschinen erledigen, als wir unsere Sachen hergeschafft haben. Lästige Viecher, die aus dem Boden kommen. Aber ansonsten haben wir diesen Ort ganz für uns allein. Wir haben unser Lager in der Nähe des Haupteingangs aufgeschlagen. Faruf hat sich fast zu Tode erschreckt, als er seinen Hammer fallen gelassen hat und der die Stufen runtergekracht ist. Ich nehme an, die kleine Stöber zum ersten Mal, obwohl er was anderes behauptet. Immerhin hat er das Glück, dass wir nicht unter die Erde müssen. Tag 2. Wir sind weiter in die Ruinen vorgedrungen. Der Boss hat seinen neuesten Prototyp ausprobiert. Er nennt ihn Haken und Zier. An dem Namen sollte er noch arbeiten, wenn du mich fragst. Ich habe Faruf einen einfachen Trick zum Schätzen von Beute gezeigt. Je weniger Rost dran ist, desto höher ist der Preis, den man in Meridian dafür erzielt. Meridian! Cool, dann kommen wir da bestimmt nochmal zurück. Alles in allem ein guter Tag, bis er behauptet hat, er hätte die Bäume an anderen Flussufer schwanken sehen. Der Kleine ist nervöser als ein Frosch auf heißen Kohlen. Tag 4. Mitten in der Nacht war ein tiefes Grollen zu spüren, vielleicht ein Erdbeben, aber die ganze Truppe ist jetzt nervös. Der Boss hat die Hälfte von uns angewiesen, weiter drin ein zweites Lager aufzuschlagen. Er meint, wir räumen die Ruinen schneller aus, wenn wir uns aufteilen. Ich werde nicht widersprechen. Ich glaube, ich mache eine Trainingsattrappe für Faruf. Der Kleine würde nicht mal gegen ein Gräber ankommen. Tag 6. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Der Kleine hat es nicht geschafft. Eine Maschine hat ihn an der Flussquerung mit Säure beschossen. Ich kann sie da draußen hören. Ein paar Minuten ausruhen, dann wollen wir loslaufen. Und dann wurde er wahrscheinlich angegriffen. Der arme Kerl. Die schauen aber auch alle gleich aus. Das sind alle Zwillinge. So, gibt's noch was zum bisschen heilendes Sträuchlein? Hier ist auch noch was. Eine Vorratskiste. Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Da vorne patrouillieren Maschinen. Oh nein. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Okay. Nimm mal mit. Nimm mal auch mit. Theoretisch könnten wir es noch da hochschaffen. Ja. Okay. Also der Kerl hier latscht hier rum. Der da hinne. Hallo. Schaut jetzt direkt zu uns da. Oh, Mist. Bin ich überhaupt drin hier? Oh, nee. Der wickelt da wieder rum. Wickel, wickel, wickel. Er zittert wieder vor Angst. Der arme Kerl. Theoretisch. Hm.
doof, ey. Och Mann, immer wenn er hierher kommt, schaut der andere. Und dann können wir nicht hier stiller Schlag und so. Wenn du jetzt zurückläufst, können wir hier, zack. Geschafft. Sehr gut. Der Wiggle da hinten weiter. Wiggle, wiggle, wiggle. Okay, komm. Warte. Mach mal hier kurz einen Prozess. Zack. Oh, das war dumm. Ah, zack. Zack. Ach. Oh, okay. Hier ist ganz schön viel. Warum hört die Musik nicht auf? Oh Gott, da ist ja noch einer. Hilfe! Habe ich gar nicht gesehen. Wo ist der hin? Wo ist eigentlich unser College? Ach, da hinten. Jetzt steht er breitbeinig rum und wiggelt. Okay. Moment, wir wollen ja hier schauen. Was macht der Kerle hier? Der, das ist ein Gräber. Den können wir hier... von hinten angreifen, oder? Schaut der gerade zu uns? Ja. Ich wollte jetzt einen stillen Schlag machen und so, aber... ich bin auch zu ängstlich. Ich weiß. Oh. Ja, komm. Scheiß drauf. Moment. Ciao, ich muss ganz dringend los. Kannst du mir mal helfen? Wo ist er hin? Oh, voll daneben. Da ist noch was und hier. Oh Gott. Hey, 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 hey. Schnell heilen. Da fehlt nicht mehr viel. Ach, komm schon. Oh, ich stell mich aber auch an, gell? Ich stell mich aber auch an. Ja, heil dich doch. Hä, der ist immer noch tot. Zack. Okay. Wie kommen wir jetzt richtig raus? Blöd angestellt jetzt. Das nervt mich jetzt selber. Ja, Moment. Bevor wir hier weiter laufen, muss ich erstmal alles einsammeln. Schau mal, wie viel es hier gibt. So viel. Muss mal alles mitnehmen. Also da müssen wir ja eh lang. Dann schaue ich mich hier noch um. Ach nee, da müssen wir lang. Hä? Ach, keine Ahnung. Schauen wir mal. Hier ist noch was. Zack. Kann ich gleich noch ein bisschen herstellen, weil ich habe die ganzen Pfeile für nichts und wieder nichts verballert. Naja, Übung macht den Meister. Das wird schon wieder. Okay. Da hinten ist eine Leiter.
Was? Wo? Wo denn? Ah, hier. Okay. Okay. Zack. Und zack. Und so. Dann wollen wir mal die Leiter hochklettern. Das Schlangenvieh. Das Schlangenvieh. Ah, ich bin da echt gespannt, ne? Wenn wir das bekämpfen müssen. Sona, fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Dora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Hm. Ich auch nicht. Was, er auch nicht? Okay. Dann geht's hier unten weiter, nehme ich an. Das können wir wahrscheinlich eh nicht. Nee. Ja, klar. Die Treppen sind aber noch gut in Schuss, du. Also die Stufen hier. Mhm. Und jetzt? Ah, hier hoch. Zackig. Oh nein, ich möchte es nicht bekämpfen. Drei von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Hm. Wir können nicht vorbeischleichen und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Solange wir die Viecher nicht bekämpfen müssen, mache ich alles. Ach du meine Güte, was sind das für... Soll ich mal gucken, wie es wäre, wenn die uns umbringen? Okay, da kommen wir nicht hin, oder? Nee. Okay, hätte ja sein können, dass da jetzt voll krass ich treffe die jetzt, obwohl das echt eine sehr weite Distanz ist. Ja. Ja, geil. Weil ich würde jetzt meine Aufnahme eh stoppen, da ich schon über eine Stunde aufnehme tatsächlich und dass das Video nicht allzu lange wird, werde ich das jetzt hier beenden. Das erste Video ging 30 Minuten, das jetzige etwas über eine Stunde. Ich versuche, die Videos immer so um etwa eine Stunde zu halten, also nicht, also ungefähr eine Stunde. Ich hoffe, das ist eine gute Länge. Genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin alles Gute und wir sehen uns.